Und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines in Fairhaven. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist, während es hier alles läuft, wie am Schnürchen quasi. Dann brauchst du hier noch Wasser. Einmal anklemmen, danke. Das Gebiet hier wird ja auch noch erschlossen. Und, ja, was wir letztens gemacht haben, ist natürlich hier unser Industriegebiet weiter ausgebaut. Das, Stufe 2 quasi, jetzt richtige Erzminen. Hier ist ein bisschen wenig drinnen, nicht genügend Rohstoffe. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier was bekommen. Da waren ja neue Gebäude zum Verarbeiten. Das ist das hier. Glasfabrik. Erzschleifmühle, Glasfabrik. Ah, innerhalb des Industriegebiets. Verdammt. Oh, das ist ein Riesenklopper. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Die sind auch schon Stufe 2. Vielleicht gehen wir mit dem Gebiet noch weiter hier rüber. Dass wir hier auf jeden Fall das hier auch noch mit nutzen. Hier die komplette Verarbeitung mit aufbauen. So, machen wir das. Denn hier wird sowieso, sowieso sinnlos, hier hinzubauen. Sprich, na, sag schon, Getreidefelder und sowas. Das ist sinnlos. Das macht nicht viel Sinn. Jetzt aber zu der hier, die Glasfabrik. Riesenklopper wieder. Vielleicht gleich zwei oder so. Obwohl, eine brauchen wir auch hier. Ist das Problem. Dann kriegst du das hier noch. Du kriegst das natürlich hier auch. Nicht genügend Geld. 25.000, Wahnsinn. Was die futtern. Ja, volle Pulle. Die werden wir gleich mal verkaufen. Und da stattdessen die Minen hinbauen. Kleine Erzmine? Nein. Die kleine Erztiefbaugrube. Kostet eine 10.000. Jetzt los. Ach, Strom. Strom. Oh mein Gott. Der Strom. Himmel. So, hier ist nicht genügend Rohstoffe. Ja, ist klar. So, einmal. Zweimal wäre noch schön. Mal ganz kurz. Ampeln. Brauchen wir hier nicht. Das regelt sich hier von alleine. Hier hinten ist okay. Da nochmal weg. Sowas von nervig, diese ganzen Ampelsetzerei. Behindert nur den Verkehr. Oh. Da noch weg. Da noch weg. Und dann klappt das. Während im Hintergrund die Züge fahren. 1A. Mine. Haben wir noch? Ne, reicht nicht ganz. Ah. Ja. Das sollte jetzt gut was bringen.
nicht gegen Rohstoffe. Theoretisch müssen wir noch einen Verarbeitungsbetrieb hinbauen, eine Glasfabrik bzw. eine Erzschleifmühle. Metalle Erz. Was bist du? Arbeiterunterkünfte. Gibt das? Ja. Jetzt hier noch eins. Nein, hier reicht es nicht ganz. Nicht genügend Geld. 14.000 für die Unterkünfte. Wahnsinn. Ist ja der Hammer. So. Dann sind sie alle versorgt. Hier müssen wir die Minen noch abreißen. Aber das machen wir dann gleich. So, hat die jetzt hier genug zu tun? Im Normalbetrieb. Lorbeerabbau. Ach, das ist jetzt hier oben. Okay. Jetzt sind hier aus. Keine Importiererei, das ist gut. Das hier ist noch nicht gut. Macht noch Minus. Glas. Das läuft noch nicht so ganz. Gucken wir, dass wir jetzt die Züge hier rausbekommen. Hinter setzen wir hier auch nochmal so ein Zwischenstück hin. Machen wir auch gleich. Die Dinger sind nämlich nicht schlecht. Ja, mal ganz kurz. Stop and go. Bam, bam, bam. So, setzen wir das Ding hier nämlich noch mit hin. Und dann passt das auch. Ist daran. Das wäre Blödsinn. Ort ist bereits belegt. Machen wir so. Dann kommen die da auch rüber. Und dann läuft das auch gleich. So, ich musste mal gerade mein Headset wieder anklemmen. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir das hier rankriegen. Wie sieht's denn aus? Geld haben wir genug. Machen wir auf leichte Geschwindigkeit nur. Warum dockst du denn da an? Fährte zu steil. Sehr gut, das klappt sogar unterirdisch. Nicht genügend Geld. Okay, Geld ist gerade ein bisschen problematisch. Ich will da anklemmen. Wahnsinn, muss man doch ein bisschen mehr Gas geben. Na komm. So, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt auch damit verbunden. Können quasi in alle Richtungen. Der kann... Sollte eigentlich funktionieren. Kommt der da rum? Fragezeichen. Hier kommen Frachtzüge. Hier ist jetzt richtig was. Hier ist richtig Druck jetzt. Müssen wir nochmal anders machen, damit sie durchfahren können. Müssen wir nochmal das anklemmen. Frachtzüge. Das werden wir gleich mit dem Move-Tool noch mal ein bisschen beheben.
gerade machen. Dann können die Frachtzüge nämlich auch direkt durchfahren. Hier ist jetzt richtig was los, ne? Das ist übel. Aber das muss so sein. So. Können wir noch was hinmachen? Ja, hier können wir noch was hinmachen. Machen wir auch. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Metalle, sehr gut. Macht Profit. Ah. Ah, fehlt nur an Arbeitern gerade. Dann müssen wir jetzt mal die Dinger hier wegreißen. Da vernünftige Anlagen reinbauen. Das brauchen wir. Zack. 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 Genauso müssen wir uns mal um das Ölfeld kümmern. Ja, bestens. Nicht hier hinten. Das ist nämlich noch ganz vernachlässigt. Und ich glaube, mit Öl können wir richtig Kohle machen. Was bist du denn? Ölschlammpyrolyse. Was ist das? Hauptgebäude haben wir. Produktion ist Pyrolyse. Kleine Ölpumpe. Kostet mal eben 8000. Das kriegen wir hin. Dann haben wir Erz, dann haben wir Öl. Da hinten haben wir ja auch ein bisschen Landwirtschaft. So wie ich die Sache sehe. Ja, Landwirtschaft. Dann müssen wir nur noch den Rest zusammenbringen. Und wirklich klein, die Ölpumpen. Ganz, ganz klein. Richtig. Im Gegensatz zu dem Gelände hier sind die richtig klein. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier Strom herkriegen. Machen wir ruhig erst einmal komplett hier rüber. Meinst du, ich krieg das hier angeschlossen? Ja, jetzt geht's. Okay. Die sollten wir ja eigentlich ruckzuck nach oben bekommen, die Ölfelder. Dann machen wir gleich nochmal was dran. Das hier, Hauptgebäude, Lagerhalle haben wir sowas. Ja, kleines Rohöltanklager, das brauchen wir auch. Wie groß ist das? Ja, so klein ist das nicht. Zack, passt. Jetzt die Verarbeitung noch. Kostet auch mal 25.000. Der Hammer. Und wenn wir das jetzt erstmal hier stehen haben, dann lassen wir es erstmal laufen, so lange, bis sie sich hochpushen und werden definitiv an unserer Stadt weiterarbeiten, sprich an unseren Einwohnern. Eventuell können wir ja auch ein neues Gebiet Okay, Lagerhäuser. 94% voll. Ist klar, die müssen auf leeren. 100% voll. Leeren. Müssen wir echt mal ein bisschen wegmachen. 22.000. Komm, noch ein bisschen. Wir müssen es auch verarbeiten können. So. Die können es jetzt verarbeiten und dann läuft das hier erstmal.
Dann stellen wir unseren eigenen Sprit her. Wir lassen das Ganze mal ein bisschen laufen und werden uns jetzt mal darum kümmern, dass wir hier weiter unsere Stadt fördern. Fördern und fordern. Sprich, wir brauchen hier auf jeden Fall mal einen Bus. Unter anderem Taxidepot. Brauchen hier definitiv Busdepot oder U-Bahn oder irgendwie sowas. City Bus Terminal. Non-Stop Bus Terminal. Passt das hier rein? Passt sogar hier hin. Würde auch gehen. Machen wir auch. Gut, fangen wir an. Dann geht's hier lang. Dann geht's hier lang. Dann geht's hier lang. Einmal quasi erstmal komplett um die City rumherum. Damit wir hier erstmal eine Verbindung überhaupt haben. Die Linie abschließen. Okay, das war die erste Runde. Neue Linie. Warte mal, nee, das ist ja doof. Wir gehen ja in die Richtung. Hahaha. Wir können ja gar nicht in die Richtung fahren. Verdammt. Okay, Problem. Wir gehen mit der hier. In die Richtung. Dann gehen wir. Kommen wir nicht lang. Ich will durch die City fahren. So, einmal quer durch. Hier lang. Hier lang. Kommen wir da lang? Nee, kommen wir nicht. Das ist der Nachteil bei dieser ganzen Geschichte. Und dann würde ich gerne abschließen. Fahren wir nämlich nochmal hier lang. So, damit haben wir jetzt mal zwei Buslinien, die das Ganze ein bisschen befeuern werden. Gucken wir nochmal ganz kurz, wie es hier aussieht. Ausgewogen. Ausgewogen. Wie sieht es hier aus? 64% voll. Die werden es wohl nicht verarbeiten können. Habe ich so das Gefühl. Das heißt, da müssen wir nochmal nachlegen. Eine zweite hin. Und eventuell nochmal eine Ölpumpe. So, kleine Ölpumpen. Wenn hier die Hölle los ist, das ist der Wahnsinn. Wir wollen alle auf den Kreisel. Okay. Na, das kriegen wir auch hin. Gut. Was auch gut ist, ist das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen da oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.